Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind auf dem Weg jetzt erstmal zum Langhals. Vielleicht finden wir noch ein paar Läufer. Dann geht es ein bisschen schneller. Ich möchte aber erstmal den Langhals haben, damit ich die Karte ein bisschen besser aufdecke und weiß, was hier so abgeht. Ja, das ist ein toller Weg, der mich ins Nichts führt. Oh Gott. Langsam, langsam. Na, ich bin nicht so der Langsame. Ich bin eher ungeduldig. Und deswegen stürze ich lieber dreimal in den Tod, als zu warten. Wir brauchen wieder ganz viel Heilung. Ich hatte nämlich ein paar tolle Kämpfe. Ich brauche Füchse. Ich brauche ganz dringend Waschbären. Der Hase ist entkommen. Wir sind, denke ich, richtig. Ich habe echt das Gefühl, die Sägezähne werden immer größer. Greif lieber nicht an, wenn der Sucher in der Nähe ist. Oh Gott. Jetzt kommen auch noch Flugdinos. Perfekt. Ach du Scheiße. Ich will aber nicht, verdammte Axt. Was sollen wir denn erstmal? Wir sind hier fast in der Nähe von dem. Dann gehen wir erstmal dahin, oder? Gott. Alles bloß nicht zu den Vögeln. Ich fand die Krux. Ich will erstmal zum Speicherpunkt, alles andere ist mir Schnurz. Ich bin so ganz dezent ein bisschen lebensmüde. So, erstmal am Speicher. Dann knüpfen wir uns die ganzen Leute hier vor. Es ist hier dunkel. Ich sehe gar nichts. So, wir haben einmal abgespeichert. Und dann holen wir uns mal die nächsten Tiere, die wir überbrücken können. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist so dunkel. Sucher, Sucher, Sucher. Sind das echt nur Sucher? Habe ich kein Problem mit. Hoppala, ist da jemand in das Licht ausgegangen? Merkwürdig. Den nächsten Wahnsinn. Na, jetzt hat mal was funktioniert. Sorry, wenn es jetzt so düster ist und ihr nichts seht, aber mir geht's genauso.
So. Wer stellt hier eigentlich immer die Fackeln auf? Wie komme ich darüber? Ich komme hier runter, aber wie komme ich da rein? So, Stufe 11. Aha. Dann kann es ja gar nicht so schwierig sein. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Mach's kaputt. Dieses Abseilen sieht immer noch so geil aus. Und das spart uns viel Zeit. Wir dringen dann mal bis zum Erdkern vor. Komm, ich mach einfach eine Rolle vorwärts und ab in den Abgrund. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Aha. Wir haben hier anscheinend keine... nicht gerne Besucher. Gut. Solange keine Krokodile kommen, ist alles egal. Wie gesagt, wer macht immer die ganzen Fackeln hier hin? Die Maschinen brauchen es nicht. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Und ich finde schön, dass es hier auf dem Weg so viel Heilung gibt. So. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Die Neugier bringt dich meistens um. Schauen wir mal. Eigentlich muss ich drauf schießen und dann... Komisch. Die Beschädigung einer Turbine kann die Bewegung verändern. Okay. Dieses runde Gerät. Wozu ist es gut? Keine Ahnung. Es läuft ganz gut für mich. Tot. Es erinnert mich ein bisschen an Assassine, ich weiß nicht warum. Wieder dieses Rauschen. Rauschen? Erstmal, ups, looten. Das wird witzig. Sieht wieder sehr groß aus. Okay, ich werde wieder ein bisschen ruhiger. Sieht unglaublich cool aus. Okay, jetzt ist nur eine Tür. Nur eine Tür, alles sicher. Brauchen keine Angst zu haben. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Hm.
erstmal ein paar Pfeile herstellen. So. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, wo ist jetzt diese blöde Lüftung? Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Die Lüftung nicht mehr kaputt. Was soll denn das? Keine Chance. Ach du Scheiße. Hier rennt ein Verwüster rum, ich bin tot. Ich kann die irgendwie nicht gleichzeitig ausschalten. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So. Wenn ich mich dran festhalte, sehen die das nicht, ja. So. Bis hierhin hätten wir schon mal. Ich bin noch nicht tot. Ich bin sehr erstaunt. Nur an den Brutstätten lerne ich, wie man diese Maschinen überbrücken kann. Und da ist der Verwüster, der mich direkt anguckt. Ich bin lebensmüde. Unglaublich lebensmüde. Scheiße. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ohne Witz. Okay, so sollte ich durchkommen. Wodurch? Hier noch irgendwas? Ah, guck mal da. Ich komme hier raus. Ich habe übelst Schiss. Also der Verwüster darf mich auf keinen Fall sehen. Was war das? Was heißt das? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Was geben die für Laute von sich?
Ich bin größenwahnsinnig. Das habe ich auch nicht oft genug unter Beweis gestellt. So, ich habe dich aktiviert. Aber was machst du? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hallo. Du bist wirklich aufmerksam. Ja. Entschuldigung. Ich mache mich mal hier so ein bisschen. Was hast du gemacht? Muss ich hin? Ich weiß, ich verstehe noch nicht genau, wo ich hin muss. Deswegen renne ich mal. So, das ist der Anfang. Oh, weißt du was? Geht's mir auf Keks. Wie zum Geier ist der da so schnell hingekommen? Uah. Können wir nochmal machen. Mist, ich hab nichts mehr. Hilfe. Geht's noch? Nicht mehr mit schießen. Stopps, Kätzchen. Der hopst aber immer drüber, die Drecksau. Dankeschön. Super Purzelbaum gemacht. Das ist super aus. Ja? Ja, komm her. Er hat gesessen. Jetzt ist Ruhe. Und ich kann mich hier nur Ruhe umgucken. So. Und jetzt. Du hast irgendwas gemacht. Was denn bitte, Schalter? Ich soll da oben hin. Ach, mit denen. Ja, dann sag das doch. Hier blinkt alles in blau, gelb und weiß der Geier, das sticht man gar nicht durch. Man hätte jetzt da lang müssen und dann hätte man sich da oben festhalten müssen. Das habe ich nicht gesehen, tut mir sehr leid. Kann ich ja nicht riechen.
Was sie allerdings jetzt machen soll, ist mir noch ein Rätsel, außer loslassen. Ich habe zwar die Noppen da oben gesehen, aber... Gut. Fahren wir eine Runde Karussell. Nee, fahren wir nicht. Weiter, weiter, Aloy, Aloy! Eigentlich bin ich weiter gehoppelt, nur Aloy nicht. Aloy, spring doch! Verdammte Axt, die muss sich einfach nur... Ja, oder wir machen es nicht mehr so kompliziert und jagen da einfach einen Pfeil rein. Dann muss er hier nicht rumjumpen. Ich wollte es ein bisschen cooler machen. Oder wie bei Resistance. Ach, wir haben jetzt schon den Wächter da drüben tot gekriegt, also was soll's. Schleichen ist für Noobs. Meine Position ist aufgeflogen. Ich treffe aber auch gar nichts heute. Ein weiterer Sucher. Unten ist noch ein Sucher. Und da unten ist die nächste Tür. Ach komm schon! Ganz ruhig. Na gut. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Schon wieder ein paar Wüste. Oh nein. Da sind noch andere hier drin. Tür aufmache, bin ich tot. Hello. Dankeschön. Seit ich die Krokodile begegnet bin, bin ich irgendwie total wasserängstlich. Ich mach die Tür nicht auf, dann bin ich gleich tot. Verrückt, aber nicht wahnsinnig. So, das sind alle ruhig. Die Maschinen sammeln nur in der Wildnis und lassen sich hier nicht sammeln. Wie Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch. Langbein ist ja auch noch drin. Ich habe immer keinen Bock, da nach unten zu gehen.
Und wenn ich von hier alle abknall? Ich meine, ich muss nach unten so oder so. Ich muss dieses komische Ding aktivieren und die lassen mich das bestimmt nicht aktivieren. Denn schon, oder? Na gut, dann hauen wir jetzt mal hier richtig auf die Kacke. Oh Gott, es kann nur schief gehen. Ich kann die nicht mehr herstellen. Puh. Okay. So. Einen hätten wir. Wuhu! Ne, das ist zu langsam gewesen. Ein Langbein. Zwei Langbeine. An dieser Knurne Ohrmaus hier hinten. Ja, sicher. Noch zwei von den Kleinen, oder? Drei. Zwei oder drei von den Kleinen. Und dann kommen die Großen. Auf die freue ich mich schon. Ganz doll. So, noch ein kleiner. Und dann geht's los. Ich weiß es nicht, soll ich versuchen einfach? Sieht echt aus wie ein Herz, oder? Soll ich versuchen, nach unten zu springen? Und dann weiter zu schleichen? Oder soll ich hier oben bleiben und die abballern? Wenn ich nur da ran könnte, dann würde ich genau mich da unten fallen lassen können. Ich müsste noch einen. Wenn ich mich hier runterfallen lasse, sieht er mich denn? Komm, komm schon. Ich bin überhaupt kein geduldiger Mensch, ey. Können die Vögel hierher flattern? Fragen über Fragen. Das klären wir aber im nächsten Teil. Dann geht die Action hier richtig ab. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Sage bis dahin und ciao.